Hallo und herzlich willkommen zurück zu Venetica. Ja, wir haben in der letzten Folge unseren guten Freundin die Ratte kennengelernt, haben das Geld für den Dings bekommen, der im Gefängnis in der Garnison sitzt. Das können wir jetzt zurückgeben. Müssen mit dem kleinen Jungen, Rico, glaube ich, heißt er nochmal, reden. Aber wir gehen, denke ich, erstmal ins Haus von Nox rein. Das müsste ja dann das hier sein. Dann schauen wir mal, ob der uns weiterhelfen kann. Was? Dachte, ich hätte es gerade ein paar Gegner gehört. Na, ah, wir müssen einbrechen. Tatsächlich. Ja, okay, dann probieren wir es mal. Ich hätte gedacht, wir finden Nox jetzt einfach hier. Weg mit euch! Nein! Nein! Lasst mich los! Wer bist du? Verschwinde! Wir haben sein Leben gerade gerettet. Warte mal, ich habe dir gerade das Leben gerettet. Sie haben mich gefunden. Ich muss von hier verschwinden. Ich dachte, ich könnte mich hier verstecken. Soll man fordernd nach Sephisto fragen oder bieten wir einfach mal Hilfe an? Eine gute Frage. Was machen wir? Was machen wir? Eigentlich sind wir ja wegen Sophistos hier, aber. Nee, wir bieten unsere Hilfe an. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Warum sollte ich dir vertrauen? Ich habe dich noch nie in dieser Stadt gesehen. Du bist bestimmt ein Spion der Untoten Fünf. Zustimmen und nach Sephisto fragen. Ach nee, halt, das ist ja Nox, das ist ja gar nicht Sephisto. Und ja, ich habe ja gerade was verpeilt, aber es passt schon. Wir versuchen sein Vertrauen zu gewinnen, weil ich glaube, mit Drohnen kommen wir hier nicht wirklich weiter. Nein, das bin ich nicht. Was muss ich tun, damit du mir vertraust? In dieser Stadt gibt es drei Gilden. Den Orden des Heiligen Siegels, die Schattenflügel und das Netz der Maske. Wenn du Mitglied einer dieser Gilden wirst, dann vielleicht, und nur vielleicht, werde ich dir ein wenig mehr vertrauen. Okay, neuer Auftrag. Vertrauen muss gewonnen werden. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich jetzt einer der drei Gilden anschließen. Hätten wir es sogar schon vorher machen können. Aber, na gut. Bringe Nox etwas über das schwarze... von Nox etwas über das schwarze Grimoire in Erfahrung. Nox vertraut mir nicht. Wenn ich mehr über Sophistus und das schwarze Grimoire erfahren möchte, muss ich Angehöriger einer der Gilden der Stadt werden. Zwei befinden sich in der Nähe, die dritte ist im äußeren Bezirk. Innerer Bezirk müsste doch sein, wir sind doch im äußeren Bezirk, oder? Ich glaube, das müsste innerer Bezirk heißen. So, können wir die eigentlich jetzt noch plündern? Du bist noch immer kein Gildenmitglied. Ich werde dir nicht vertrauen. Geh weg! Entschuldigung. Erzähl was über die Gilden. Erzähl mir mehr über die Gilden. Habe ich das nicht schon gesagt? Es gibt drei Gilden in der Stadt. Den Orden des Heiligen Siegels, die Schattenflügel und das Netz der Maske. Wenn du Mitglied einer dieser Gilden wirst, dann vielleicht und nur vielleicht werde ich dir ein wenig mehr vertrauen. Okay. Mehr sagt also tatsächlich nicht und mit den Dingern können wir es auch nicht plündern, wie es aussieht. Naja, gut, dann gehen wir halt wieder. Auch recht. Ja, äußerer Bezirk, das muss hießen im inneren Bezirk. Na gut. Da können wir auch noch hochklettern, das machen wir gleich mal. Ansonsten können wir hier der Ordenshalle reingehen. Ich glaube, da drüben war das andere, die andere Gilde. Und die andere ist bei, da steht eine beim Ausgang zu den inneren Bezirk rum. Ich weiß allerdings noch nicht, welchen wir annehmen sollen. Also, die Ordenshalle, das ist mir zu blöd mit dem Zorn und allem Möglichen, das will ich nicht machen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob die Maske oder die andere, die
Ach, ich weiß es nicht mehr. Die einen machen Nekromantie, bisschen was, und die anderen machen Bodendurchgänge und sowas. Aber ich würde sagen, wir haben ja noch ein bisschen anderes Zeug zu erledigen, dass wir, bevor wir uns einer Gilde anschließen, erstmal das Zeug erledigen. Wie jetzt zum Beispiel. Ach, das sind Dämonengänge. Na komm. Na? So. Aber plündern können wir sie nicht. Naja gut, was soll's. Und darüber kommen wir anscheinend auch nicht. Na, dann geht's wieder runter. Ach doch, da drüben ist doch auch nur Treppe. Dann können wir doch einfach mal diese Viecher erledigen, denke ich mal. Ich meine, es gibt ein bisschen Erfahrungspunkte an. Und dieses komische Flügelgeschlage kommt nicht mehr. So, der nächste. So. Noch einer. Jetzt sind es nur noch zwei Stück. Und die können wir diesmal sogar plündern. Diesmal geht's. Sehr, sehr schön. Ärgerlich, dass es bei den anderen nicht gegangen ist, aber egal. So, dann würde ich sagen, reden wir nochmal mit Rico, falls der überhaupt da ist. Ich meine, ist es Nacht? Ja doch, da ist er doch. Ah, wie geht's dir? So, wo kann ich mich ausruhen? Bla 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 bla. Ratte wartet auf ihn. Ratte sagt, du besuchst ihn nicht mehr. Den hasse ich. Er schlägt mich immer. Schlimmer als mein Vater. Also ich meine, als mein Vater noch am Leben war. Nach soll gehen, bedrohen. Er soll endlich zu Ratte gehen, freundlich überreden. Ratte wird ihn sicher bezahlen, freundlich überreden. Ratte wird ihn sicher bezahlen, probieren wir mal das. Komm schon, er gibt dir sicher etwas Geld für deine Arbeit. Manchmal gibt er mir was, manchmal nicht. Er ist ein schlechter Kunde. Es wird besser sein, wenn du wieder zu ihm gehst. Ja, glaube ich nicht. Und wenn wir ihm Naschzeug dafür geben? Wie wäre es mit etwas Naschzeug? Ja, aber nicht von dir. Ratte muss es mir geben. Okay, dann gehen wir doch nochmal zum Ratte. Und sagen, dass er dem Jungen mal bezahlen soll, quasi. Wo ist er dann? Da ist er. Hallo. Dein Laufbursche sagt, er hätte lieber Naschzeug von dir anstatt Schläge. Ja, was denkt sich der Frechdachs eigentlich? Weiß wohl, dass er mich in der Hand hat, der Bursche. Wird mal ein prima Bandit. Naschzeug hin, Naschzeug her. Ich kann ja nicht einfach einkaufen gehen. Ich sitze hier fest. Dann geben wir ihm Naschzeug. Hier ist das Naschzeug. Nicht selber essen. Nun denn, ein Wachposten muss wohl tun, was ein Wachposten tun muss. Also her mit dem Zeug. Und danke. Vielleicht bist du doch ganz vernünftig. Sobald der Bursche hier aufkreuzt, werde ich dich an Rabe empfehlen. Okay, wo ist Rabe? Wo kann ich Rabe finden? Bist eine gute Seele. Also, hör zu. Du musst einen der Türme des Handelszentrums hoch, aufs Dach. Da findest du das Rabennest. Okay. Was war denn das eigentlich für ein Auftrag, den wir da gerade hatten? Huh.
Ach nee, das ist einfach das Ding hier, wo fertig war. Ja, warum wir Rabe kennenlernen wollen oder sollten? Keine Ahnung, keine Ahnung. Könnte vielleicht nochmal wichtig werden. Vielleicht aber auch nicht. Nun gut, wo machen wir jetzt weiter? Wir könnten zur Garnison gehen und diese andere Quest mal erledigen. Wie gehen wir da am besten hin? Wir gehen mal so lang. Vielleicht finden wir auch noch das andere Banditenversteck. Hier war es ja dummerweise nicht gewesen. Das war auch nichts. Hm. Katakomben, jetzt könnten wir da hingehen und in die Garnison rein. Ich glaube, das machen wir auch als allererstes. Dass wir da hochgehen ins Gefängnis. Okay. Das wurde noch nicht gezeigt gehabt, weil wir noch nicht diesen Weg gelaufen sind. Schaut, sie könnte es sein. Du hast recht. Es könnte jeder dieser Reisenden sein, die Venedig unkontrolliert betreten und verlassen. Wir müssen unterbinden, dass Fremde umherstreifen, ohne beobachtet zu werden. Dein Herr muss in dieser Angelegenheit entschlossen vorgehen. Venedig muss abgesperrt werden. Dann findet ihr die Person, die ihr sucht. Der Doge wird dem Wunsch meines Meisters Folge leisten. Er wird die Stadt jeden Augenblick abriegeln. Ich bin über eure Fortschritte erfreut. Ihr seid zynisch wie immer, Milady. Ich werde nun mit meinem Meister reden. Natürlich wirst du das. Okay. So viel also dazu. Wir haben hier ein Rabe. Ach, das ist der Rabe. Okay. Das kennen wir ja eigentlich schon. Das ist, glaube ich, der Wachmann, Hauptmann oder ein Hauptmann. Naja, egal. Lasst uns mal hier reingehen und diese eine Quest noch erledigen. Beziehungsweise schauen wir mal, ob die vielleicht auch noch weitergeht irgendwie. Das war ja relativ weit oben. Ganz oben. Ja, hier. Wenn ich auf belanglose Plaudereien stehen würde, hätte ich mir eine andere Arbeitsstelle gesucht. Ja, ja, dann plauder halt nicht mit mir. Ah, da bist du wieder. Hat Rate dir das Geld gegeben? Ja. Na dann, Herr Steuerzahler. So einfach kann das Leben sein, wenn man mit den Behörden zusammenarbeitet. Du bist ein guter Mensch. Vielleicht hilft dir ja dieser Hinweis. Ich habe von einem geheimen Versteck einiger Banditen gehört, das man nur erreichen kann, wenn man durch die Kanäle des inneren Bezirks schwimmt. Viel Glück! Okay. Interessant. Wenn wir mal im inneren Bezirk sind, werden wir uns das mal anschauen. Mehr oder weniger. Und ich glaube, wir haben auch einen Level-Up gerade gehabt. Ja, eine neue Stufe. Nicht schlecht. So, das ist abgeschlossen. Steht da irgendwas? Leerkörper, Händler? Nee, steht leider nichts dabei. Okay, aber wir können, wenn ich die richtige Reiter aufsuche. Ja, wir haben sogar 6 Punkte nochmal. Dann gehen wir nochmal ein bisschen auf. Ja, wir sollten nochmal ein bisschen, das hier hochbringen, denke ich. Ja, ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, die mal ein bisschen hochzubringen. So. Wenn ich auf belanglose Plaudereien stehen würde, hätte ich mir eine andere Arbeitsstelle gesucht. Ist ja schon in Ordnung. Rabe müssen wir auch noch suchen. Auf einen dieser Dächer. Aber nicht jetzt. Jetzt schauen wir uns erst nochmal um, was wir sonst noch zu tun haben. In die Kanalisation müssen wir auf jeden Fall noch. Und den, schauen wir mal nach. Vertrauen Gilde beitreten, Flügel der Nacht. Das ist auch noch, schafft das Abzeichen des Dings, müssen wir noch machen. Banditenjagd im äußeren Bezirk müssen wir auch noch machen. Einen Hauptquartier haben wir schon.
Rettung aus dem Turm, das geht leider nicht mehr. Das ist ein Bug, das ist verbuggt. Albtraum eines Gärtners. Kanalisation. Oder Katakomben. Den haben wir jetzt auch noch nicht gefunden. Und da haben wir auch noch nichts. Das heißt also tatsächlich, nicht mehr so viel. Eine Kanalisation müssen wir und Gilden anschließen und naja gut. Ich könnte mir vorstellen, hier haben wir ja nichts gefunden, dass es vielleicht in einem von diesen Häusern vielleicht gewesen ist, wo wir hin müssen. Lass uns einfach mal da lang gehen und diese Häuser mal uns nochmal genauer anschauen, ob da vielleicht irgendetwas zu finden ist. Och, ein Bandit. Wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. Ich glaube, das war's dann auch gewesen. Kommt alles mit. Oh, da kommt schon der Nächste. Ja, und gerade deswegen glaube ich, dass die hier irgendwo sein werden. Also, dass den ihr Hauptquartier doch hier irgendwo sein wird, weil hier sind sie, während auf der anderen Seite waren anscheinend nichts mehr viel los gewesen. Habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt. Hier auf der Seite scheint nichts zu sein. Ja, dann schauen wir mal auf die andere Seite. Hey! Ja, ich glaube, langsam habe ich den Bogen raus hier. Mit den Kämpfen und wie das... Was ist denn das? Ah, okay. Und wie das hier funktioniert. Na gut, aber jetzt schauen wir erstmal uns hier um. Was ist mit diesem Haus? Das ist auch verschlossen. Das könnte doch durchaus sein, dass das das Haus ist, das wir suchen. Wie? Das war falsch. Habe ich nicht genug auf? Habe ich jetzt nicht richtig aufgepasst? Ach, halt mal, das war... Ja, es war zweimal rot, nicht zweimal grün. Ich habe tatsächlich nicht richtig aufgepasst. Naja, gut. Das kann ja auch mal vorkommen. Es ist nur ein Zimmer. Das heißt, es sieht nicht nach einem Banditen-Dings aus. Aber wir schauen uns trotzdem mal ein wenig genauer um. Da oben ist jemand jedenfalls. Wie dem auch sei. Wir schauen uns das nächste Mal genauer um. Und dann sehen wir ja, ob wir in einem von diesen Häusern dieses Banditen-Dings finden. Ich könnte mir gut vorstellen, weil hier gibt es ja tatsächlich, wie man gesehen hat, noch Häuser, die verschlossen sind. Schauen wir einfach mal. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.